Das ist Letzter. Gehen Sie weg. Lass es. Gehen Sie weg. Lass es. Ja, gib mir mal den. Ich bin schwer krank, Junge, du wirst dir richtig schmecken. Ich will dich nur helfen, das kostet. Ich hab ja auch Respekt für dich. Und du hörst den Nein. Junge, du machst dich. Bitte lass mich, ich mache weiter. Nein. Ich habe Respekt bei dir. Bitte lass mich. Aber du machst. Junge. Okay, ich gehe nicht das raus. Nicht. Hör auf. Bitte. Seit 8 Jahren, ich habe Alkoholkrankheit. Ja, okay. Aber das kostet dir noch viel Geld. Was mir scheißegal, ich gehe im Knast. Nein. Seit 8 Jahren, ich habe Alkoholproblem. Mein Geld, alles weg, wegen Alkohol. Ja, aber wenn du das jetzt alles zerstörst. Mir scheißegal, ich gehe im Knast. Tja, ein ganz normaler Vorgang im besten Deutschland, das es je gegeben hat. Das war beim Lidl in Nordhausen. Und natürlich ist ihm das Geld scheißegal, denn er muss es ja auch nicht erarbeiten. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier, meine Lieben. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und uns folgen auf Telegram und auf Getter. Vielen Dank. Meine Lieben, heute gibt es schon wieder ein Irrenhaus. Ich sagte ja gestern bereits, es hat sich verdammt viel aufgestaut. Noch heute sage ich, kein Irrenhaus ohne unseren Bundesirren Karl Lauterbach. Da schreibt ein oder da tweetet auf Twitter ein Raul Krauthausen. Das ist so ein Schwerbehinderter, sitzt im Rollstuhl, Aktivist, also ein Aktivist in eigener Sache quasi. Er schreibt: Ich wurde am Zebrastreifen vom Auto angefahren. Rollstuhl kaputt, Raul kaputt. Techniker, Sternchen in, ist informiert. Grüße gehen raus an alle Menschen in SUVs und VerkehrsministerInnen dieses Landes. Werde die Off-Zeit nutzen, um über meine Prioritäten im Leben nachzudenken. Okay, ciao. Ja, gut. Für uns ist wichtig, was Karl Lauterbach darauf antwortete und wieso überhaupt. Gute Besserung. Okay. SUV gegen Rollstühle gehen gar nicht. Was soll denn das bedeuten? Was soll denn das heißen? Bitte informiere mich über den Hergang des Unfalls. Wieso duzen die sich? Vielleicht können wir etwas sicherer machen. Was will er sicherer machen? Der ist doch da auch schon wieder betrunken. Und als ob jetzt ausschließlich SUVs irgendwie Rollstühle anfahren würden. Und naja, in diesem Juni haben wir den sogenannten Pride Month, also den stolzen Monat. Da soll es um noch mehr Aufmerksamkeit geben für Homosexuelle und Transsexuelle und so weiter und so fort. Ich frage mich, warum wir dafür einen Monat brauchen. Die kriegen doch das ganze Jahr über schon viel, viel mehr Aufmerksamkeit, als ihnen von den Proportionen her, also von dem Anteil eigentlich, naja, wie auch immer. Es gibt ganz viele Firmen, die meinen, sie müssten da mitmischen. Ein aktuelles Beispiel ist die Lufthansa. Die nennt sich in diesem Monat Lusthansa. Nee, das wäre noch lustig gewesen. Nein, sie nennt sich Lufthansa. Lufthansa. Und sie kommentiert das: Liebe zum Reisen, zum Essen, zu neuen Erfahrungen, zueinander. Die Liebe bringt uns dazu, das Unbekannte zu entdecken. Die Liebe verbindet uns mit ihrer universellen Sprache. Deshalb sind wir stolz darauf, unser Flugzeug mit Lufthansa-Beschriftung zu präsentieren. Tja, meine Lieben, ich glaube, die Kunden der Lufthansa wären eher froh über pünktlichen Abflug und Ankunft und nicht so volle Schalter an den Flughäfen, wo man aktuell stundenlang warten muss, und sie hätten gern
guten Service, was sie, glaube ich, nicht brauchen, ist eine Lufthansa. Es sind schwere Zeiten, Inflation und so weiter, aber vielleicht sitzt das Geld bei dem einen oder anderen von euch ja doch noch ein bisschen locker und ihr überlegt euch ein neues Auto zu kaufen. Wie ist denn mit diesem hier? Ja, meine Lieben, das ist ein neues Modell von Audi, die erste Rikscha von Audi. Daran sehen wir, dass Audi-Chef Markus Dußmann nicht nur die alten Benzin- und Dieselkäufer loswerden will, sondern auch neue Marktsegmente erschließen. Wer im Irrenhaus lange nicht mehr vorkam, und ich frage mich, warum eigentlich nicht, ist die gute alte Safsan Chapli. Über die hat man in letzter Zeit relativ viel gehört. Ich meine, auf der einen Seite ist sie arbeitslos, was völlig okay ist, nichts Ehrenrühriges. Aber sie kam ja in Betracht für so einen hochdotierten Beamtenjob unter Nancy Faeser, Gehalt 14.000 Euro pro Monat oder sogar, und das muss man sich mal vorstellen, als Nachfolgerin von Nancy Faeser, also als Innenministerin von Deutschland. Und eins sage ich euch, meine Lieben, wenn Safsan Chapli deutsche Innenministerin wird, dann wandere ich aus. Beziehungsweise dann wäre ich ausgewandert, wenn ich nicht schon ausgewandert wäre. In ihrem aktuellen Tweet nimmt sie Bezug auf die Ferda Ataman. Ihr habt es mitbekommen, eine linksextreme Aktivistin, die nun Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes werden soll. Chapli schreibt: Angriffe auf Ferda Ataman und auf andere, die Muslime sind oder als solche gelesen werden, haben ein System. Da werden Accounts und öffentliche Auftritte gescannt, Familien werden reingezogen, es wird Druck auf Arbeitgeber erzeugt, damit diese ihre Entscheidung revidieren. Tja, wieder einmal die gute alte satanische Umkehrung, denn in Wahrheit ist es ja genau andersrum. Leute wie wir, kritische Leute, denen passiert genau das, was die Chapli hier beschreibt. Trifft es doch mal Moslems, wie im Falle dieser Wissenschaftsredakteurin, die da beim WDR anfangen sollte, dann mit Recht, Und bei Ferda Ataman auch mit Recht, gar keine Frage. Meine Lieblingsgeschichte im heutigen Irrenhaus geht so, meine Lieben. Innenministerium löscht Foto von Nancy Faeser mit Verfassungsschülern. Ja, was war denn da los? Also, Nancy Faeser, Innenministerin, hat Schüler besucht, die sich Verfassungsschüler nennen, die sich angeblich für ein Demokratieprojekt engagieren, die sich politisch engagieren, für die Demokratie stark machen wollen. So heißt es, die Verfassungsschüler. Und die hat Nancy Faeser nun besucht und daraus entstand dieses Foto. Nancy Faeser, die ja bekanntlich gar nichts mehr bemerkt, hat auch nicht bemerkt, was sich da bei ihr im Hintergrund abgespielt hat. Da gab es nämlich Jugendliche, die, so schreibt das Bild, Rechtsextreme und islamische Symbole zeigten. Tja, mit dem Rechtsextremen ist das so eine Sache. Nein, da war niemand, der Benjamin heißt und den Hitlergruß gezeigt hat. Nein, das waren auch türkische Schüler, die das Zeichen der grauen Wölfe gezeigt haben. Eine tatsächlich rechtsextremistische Organisation aus der Türkei, die aber auch in Deutschland ihr Unwesen treibt. Ja, ein hochnotpeinlicher Auftritt, angeblich Schüler, die sich auf dem Boden der demokratischen Grundordnung oder wie dieses Gedöns heißt, bewegen und dann sowas. Aber es passt zu der Faeser, es passt zu ihr. Nochmal kurz zurück zu der Ferda Ataman. Es gab ja massive Kritik, das habe ich euch in meinem Video darüber schon erzählt, auch und vor allen Dingen aus der CDU, außer von Armin Laschet. Der
schrieb doch tatsächlich: Ich gratuliere dir aus vollen Herzen zur Berufung als neue Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung. Das hast du wirklich verdient. Deine jahrelange ehrenamtliche und berufliche Arbeit kannst du jetzt optimal einsetzen für Vielfalt in unserem Land. Gut, dass der Mann nicht Bundeskanzler geworden ist, meine Lieben. Klar, Scholz ist noch schlimmer, aber bei Scholz weiß man, was man hat. Der Laschet, der ist verlogen. Der hat nämlich auch, und jetzt kommt's, die Attermann einst als Redenschreiberin eingesetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Die letzte Nachricht im Irrenhaus geht gut aus, meine Lieben. Da hat eine Journalistin die Bild verlassen nach einem Jahr in der Politikredaktion, weil Springer vor der Woke-Bewegung eingeknickt ist. Um das zu begründen, hat sie einen offenen Brief an Springer-Chef Matthias Döpfner geschrieben. Ihr erinnert euch, es gab in der Welt einen sehr klugen Artikel von 5 Wissenschaftlern, wo dieser ganze Trans-Hype, diese ganze Trans-Propaganda kritisiert wurde. Und dann kam eben der Döpfner um die Ecke und hat dann massiv diesen Artikel kritisiert und versucht, sich einzuschleiben bei der... Ja, ihr habt es mitbekommen. So. Und deswegen ist sie nun raus und sie ist nicht einfach nur so gegangen. Nein, sie hat dem Dr. Matthias Döpfner einen offenen Brief geschrieben und daraus möchte ich kurz zitieren. Sie skizziert, wie gefährlich diese Bewegung ist. Besonders aggressiv gehen dabei Transaktivisten vor, die eine der krudesten Behauptungen vertreten, die das 21. Jahrhundert hervorgebracht hat, nämlich, dass das biologische Geschlecht nicht existiert. J.K. Rowling, der Erfinderin von Harry Potter, wird bis heute von Aktivisten der Tod gewünscht. Die Professorin Kathleen Stock, oder kann auch in Deutschland, ich weiß es nicht, kündigte neulich ihre Professur an der Uni Sussex auf, weil sie die permanenten Attacken der Aktivisten nicht mehr aushielt und sich um das Wohl ihrer Familie sorgte. Beide Frauen haben lediglich den Fakt verteidigt, dass biologische Frauen keine biologischen Männer sein können und umgekehrt, nicht mehr, nicht weniger. So, und jetzt spricht sie Matthias Döpfner persönlich an, weil er ja über Vielfalt und Freiheit fabulierte, was es bei Springer nun geben müsste. Sie fragt: Aber was bedeuten hier Vielfalt und Freiheit, Herr Döpfner? Wenn Vielfalt und Freiheit daraus bestehen, einen Gastkommentar kontextlos in die rechte Ecke zu stellen, dann frage ich mich, ob es vor allem darum geht, die Woken US-Redaktion des Unternehmens Axel Springer nicht zu verärgern. Das hat nichts mit Vielfalt und Freiheit zu tun, sondern mit Gleichschaltung und Unterwerfung. Tja, meine Lieben, da kann man ruhig mal applaudieren. Lest euch den offenen Brief in Gänze durch. Ich werde ihn hier drunter verlinken. Ach, das war's für heute. Haut rein, macht weiter und bis später.